Zo'n 250 kunstheupen en meer dan 170 kunstknieën per 100.000 inwoners. Operaties aan de gewrichten behoren tot de meest voorkomende ingrepen. Een klassiek voorbeeld is dat van Klaus Bierot uit Duisburg. Hij is 61 jaar en doet al jarenlang aan sport. Hij kan zich een leven zonder lichaamsbeweging eigenlijk niet voorstellen. Toen hij plotseling last kreeg van zijn knie, moest de gezondheidsinspecteur zijn sportactiviteiten bijna opgeven. Also trotz einer gewissen Korpulenz habe ich mich eigentlich immer gerne bewegt. Habe Anfang der 80er Jahre angefangen zu joggen, bis hin letztendlich zum Marathon. Da zeigte sich aber dann deutlich Knieprobleme. Im linken Knie stärker als im rechten. Habe 2004 die erste Arthroskopie im linken Knie gehabt. Dann ging es wieder besser. 2012, zu Beginn des Jahres, nochmal eine Arthroskopie im linken Knie. Und im Sommer 2012 habe ich dann eine Endoprothese im linken Knie erhalten. Sinds de operatie kan Klaus Bierot weliswaar beter lopen, maar traplopen blijft lastig. Trappen probeert hij zoveel mogelijk te mijden. Op het werk neemt hij de lift. Thuis heeft hij ondersteuning nodig. Also ein Problem zeigt sich bei dem Einkaufen von Getränken. Wenn ich eine Kiste Getränke in den Keller tragen soll, ist das Knie einseitig belastet. Das ist also sehr unangenehm. Deswegen habe ich das Glück, dass mein Sohn für mich die Getränke holt, die in den Keller hinunterbringt, sodass ich dann nur nach Bedarf einzelne Flaschen heraufholen muss. Net als Klaus Bierot heeft bijna 1 op de 2 mensen problemen bij het traplopen. Orthopedische en neurologische aandoeningen, maar ook hart- en vaatziekten en stofwisselingsproblemen zorgen voor pijn. Ze beperken het bewegen en geven een gevoel van onzekerheid. Voor hen ontwikkelde ThyssenKrupp en Casa de Stairwalker. Aan de Bergische Universiteit in Wuppertal staat professor Jürgen Freiwald aan het hoofd van het departement Bewegingswetenschappen. Samen met dokter Karsten Wiete en Michael Eckerl van het adviesbureau Sports Medical Consult uit Essen onderzocht hij hoe succesvol Stairwalker het traplopen verlicht. In het Philippus Stift ziekenhuis in Essen werd de Stairwalker uitgebreid getest door Klaus Bierot en 21 andere proefpersonen die kampen met diverse aandoeningen, variërend van een hernia tot hartritmestoornissen. Het doel van deze studie is het effect van Stairwalker in een therapeutische omgeving en thuis aantonen. Voor de test werden de proefpersonen uitgerust met de modernste techniek. Bluetooth-gestuurde drukmeetzolen in de schoenen registreerden de bodemreactiekracht bij de individuele stappen. Met tientallen sensoren registreerde het computersysteem op zijn beurt de kleinste gewichtsveranderingen. Daaruit konden de onderzoekers afleiden welke kant bij welke loopsnelheid op welke wijze werd belast. Zodra Klaus Bierot op de apparatuur werd aangesloten, waren de resultaten op het computerscherm zichtbaar. Klaus moest meerdere malen de treden op en af lopen. Zijn resultaten waren eenduidig. Herr Bierot, hier zien Sie im rechts-links-vergleich dat Sie unterschiedliche Kraftspitzen van de linken zur rechten Seite ontwikkelen. Die linke Seite, die operierte Seite, zeigt ein deutlich niedrigeres Niveau. Die rechte Seite zeigt deutlich höhere Kraftwerte. Klaus Bierot ontlast onbewust het geopereerde been. Met de Stairwalker harmoniseert het gangbeeld echter al na korte tijd en worden beide benen gelijkmatiger belast. Na de test geeft hij aan wat hij zelf van de Stairwalker vond en hij toonde zich bijzonder lovend. Ik woon im Erdgeschoss, heb nur 4 stufen, daar is dat niet unbedingt erforderlijk. Würde ich aber in der ersten oder zweiten Etage wohnen, wäre es mit Sicherheit eine deutliche Entlastung. Vor allen Dingen, wenn ich retrospektiv die Zeit vor 3 Monaten sehe, dann wäre es mit Sicherheit für mich sehr wünschenswert gewesen. Daarmee kann het medisch personeel van het Philippus Stift Ziekenhuis in Essen het alleen maar eens sein. Als Physiotherapeutin der Neurologie befürworte ich das Arbeiten mit dem Stairwalker, weil die Patienten häufig einem Therapeuten nicht so vertrauen, wenn man mit ihnen auf die Treppe geht und der Stairwalker würde sehr viel Sicherheit geben, die Patienten können sich selber stützen und das würde auch zu einem schnelleren Therapieerfolg führen. Wir sind begeistert. Wir haben das Gefühl, dass wir hier ein Gerät haben, was es erstens so noch nicht gibt und was eine
sehr wichtige Lücke füllt. Wir glauben, dass es extrem wichtig ist für die Patienten, Treppen auf ihren eigenen Füßen bewältigen zu können. Ich glaube, dass die Mobilität im Alltag für den Patienten einfach eine wichtige Situation ist, dass er selbst im Haus Treppen überwinden kann, dass er Höhenmeter überwinden kann und dass das für das Selbstwertgefühl des Patienten gut ist und dass er deshalb auch glücklicher ist, diese Dinge im eigenen Haus meistern zu können, ohne fremde Hilfe in Anspruch zu nehmen. Nadat alle gegevens zijn geanalyseerd, is het researchteam rondom professor Jürgen Freiwald zonder uitzondering positief over de Stairwalker. Die Studie hat sehr eindeutige Ergebnisse gezeigt. Zum einen, es findet eine Entlastung durch den Stairwalker statt, um ca. 20-25%, je nachdem Treppauf-, Treppab-Geschwindigkeiten. Das zweite ist, der Patient fühlt sich sicher. Und das ist ja ein entscheidendes Merkmal, damit man überhaupt etwas tut. Und unter Nutzung des Stairwalkers habe ich eine orthopädische Entlastung. Ich fühle mich sicher und die parallel erhobenen Blutdruck- und Pulsfrequenzwerte zeigten eindeutig, dass trotzdem eine Belastung stattfindet, die ja für einen Trainingseffekt, der Erhalt und Wiedergewinn der Mobilität im häuslichen und aushäuslichen Umfeld enorm wichtig ist. Insgesamt also ein ganz positiv zu bewertendes Ergebnis. Minder belasting, nauwelijks pijn en het feit dat de gebruiker zich veel zekerder voelt, maken de Stairwalker een optimale ondersteuning bij het traplopen. Bovendien kan hij als trainingsapparaat zowel tijdens de therapie als thuis worden gebruikt. Zo kunnen operaties uitgesteld of zelfs vermeden worden. En Stairwalker helpt niet alleen patiënten zoals Klaus Bierot om sneller fit te worden. Stairwalker verbetert de mobiliteit en vermindert de kans op valpartijen.